Schaut, das Ungute, Corona, all das, wird ja immer wieder uns wieder hingeworfen. Jetzt soll es schon wieder ein anderes Corona geben. Wieder etwas und wieder etwas. Die armen Krankenschwestern. Immer noch einmal. Dabei geht 2 Tage, 3 Tage ins Bett und dann steht wieder gesund auf. Wie kann man denn etwas einspritzen lassen, Körper hinein, wo die Firma, wo das macht, sagt, wir geben keine Garantie. Und es ist ja, das Volk ist so blöde geworden, dass sie einfach auf die Regierung oder die Regierung, auf die grauen Eminenzen hören. Ich rede jetzt nicht zu euch, ich rede draußen in die Welt. Sage ich, ihr Feiglinge, lasst euch von anderen ängstigen. Selbst Angst gebiert. Wovor du Angst hast, das geschieht. Hundertprozentig. Sicher kann auch anders geschehen, ohne Angst. Aber im Allgemeinen, im Großen und Ganzen, auch Krankheiten, wenn du das Angst hast, dann kommt es. Und wenn einer sagt, es gibt ja heute Leute, die sagen, der ist besessen oder wie sagt man da um? Das hört der da. Das hört Satan. Und er sagt, soll man denn seinen Mitteufel, da könnt ihr hinein, da hat ja einer gesagt, dass da drin sind wir, also geht hinein. Man sollte furchtbar aufpassen, was man sagt. Lass über das entscheiden, über so die, die darin die Gnade erhalten haben. Normal sollten es die Priester sein. Angst. Ja, warum denn Angst? Welchen Glauben habt ihr denn auf Gott? Sagt ihr nicht auch, bei Gott ist kein Ding unmöglich? Sagt ihr nicht, Gott ist allmächtig? Wenn man auch krank wird und daran krank wird, manchmal muss es sein, damit wir daraus dann wieder lernen, zu Gott zu kommen, dass man wieder ruft, Herr, hilf mir. Aber das, wie letzten Sonntag, wo ich gesagt habe, man fragt überhaupt nichts nach Gott, man lebt, wie man gern will. Und dann irgendwo vielleicht bittet man den Schutzengel oder jemand, er soll schnell helfen, aber man hat ihm noch nie geholfen. Gott bittet, aber man sagt, bitte du von mir aus. Aber jetzt hilf mir, gell? Und wenn er nicht hilft, sagt man, das ist ein böser Gott, den will ich nicht. Sie wissen nicht mehr. Wie viele kommen an einen Altar und sollten einen nicht an den Kommunionbank gehen? Auch da heißt es, hat Gott gesagt, wenn du an einen Altar gehst und du weißt, du hast mit einem noch Streit, lass die Gabe da, geh zuerst, versöhne dich und dann komm. Das sind Worte Jesu. Satan, wer fürchtet denn schon diese Mischkäfer? Ja, es stimmt, er ist urgewaltig. Wenn er als Drache erscheint, dann ist die Erde dunkel, über der Erde ist. Ist dunkel. Leider merken es bald nur noch die Tiere. Ihr lasst euch ängstigen. Und da hat Gott gesagt, wer nun mich bekennt vor den Menschen, zudem werde ich mich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, der wird verleugnet werden von den Engeln Gottes. Ich liebe es nicht, wenn jemand kommt und da 70, 80 Kreuzchen, weiß ich was alles trägt. Oder was man auch schon gesehen hat auf einem Auto, innen hängt der Rosenkranz und draußen ist eine Pyramide. Ja, Pyramide, das ist ein Gesetz, ein mathematisches oder ein Gesetz, wo tatsächlich, wenn man da drunten Fleisch oder irgendwas hineinlegt,
aber genau die Maße von den Pyramiden drauf, dann hält sich das viel länger. Das ist ein Gesetz, hat dann mit Gott nichts zu tun. Aber wenn ich Gott da am Kreuz den Jesus sehe, aufhänge, brauche ich da denn noch eine Pyramide? Ist Gott so schwach, dass ich noch was brauche? Seht ihr, da kommt es auf den Glauben drauf an. Ihr könnt mich da unten. Hm? Und manchmal werden die auch geplagt, das stimmt, damit wir stark werden, was auf uns zukommt noch. Schweres zu ertragen. Ich habe gestern jemand gesagt, der Schwarzenegger, der Muskelmann, nicht mehr jetzt, das ist ein Bauchmann, der hat nicht das genommen und so gemacht, oder? Da hätte er nie Muskel bekommen. Er muss etwas machen, bis es geht nicht mehr. Und dann noch einmal. Das hat der Muskel. Und Gott macht es mit uns, mit unserem geistigen Muskel ebenso. Bis man ruft, es geht nicht mehr. Vielleicht auch manchmal nur deshalb, damit man zu ihm ruft wieder mal. Satan, wer fürchtet denn schon diesen Engel? Er ist ja nur ein Geschöpf. Wir aber haben den Schöpfer von dem Geschöpf. Wer ist jetzt stärker? Gott könnte sagen, der ist nicht mehr da. Aber der Himmel müssen selbst die Engel verdienen. Und wir müssen es auch verdienen. Wir werden geprüft, ob wir den Himmel verdienen. Wir haben so viele Wissenschaftler, hochdekorierte Wissenschaftler, die sagen, dass Corona ist falsch. Und ebenso viele Wissenschaftler sagen das Gegenteil. Und dann nur noch das da gilt. Warum? Hier verdient man Geld, hier nicht. Und diese graue Eminenz da oben, das sind etwa 5, 6 Menschen, die ganze Welt in der Hand haben. Das sind die, die mit euch spielen. Mein Gott, ich müsste noch Jahre hinausschreien, aber ich glaube, es würde dann noch nichts nützen. Und dann kommt es. Gott hat mir gezeigt, es kommt etwas auf uns zu. Dann kommen viele, wo wir bei mir da gehört haben, so zu mir und rufen, komm, können wir zu Ihnen kommen? Und jetzt kommt etwas, was mir Angst macht. Der Herr hat mir gesagt, du wirst sagen, ich kenne euch nicht. Bleibt draußen. Draußen, ich meine jetzt nicht, das ist gerade unser Haus, sondern überall, wo du, das ist wie etwas, wo mir schwerfällt, wer zu mir hält, den halte ich auch. Auch in der Situation, wo auf uns zukommt. Eines kann ich euch sagen, wenn es vorbei ist, die 3 Tage oder was, dann ist ja draußen gar nichts mehr. Nur noch Schlatte, so Schlatte, wie sagt man denn, übelriechende, alles zusammengeschlagen. Der heilige Zorn Gottes. Schaut, Sodom und Gomorra. Und da ist hier noch schlimmer als Sodom und Gomorra. Viel schlimmer. Denn wir sind Erlöste. Wir haben Gott. Wir haben den Heiland in jedem. Leider nicht mehr, aber normal in der Kirche. Wir können ihn besuchen. Wir können mit ihm reden. Und es wird dann diese himmlische Mutter sein, Gott gibt dir, denn Gott liebt seine Mutter. Ja, logisch, oder? Und er wird dir die Freude geben, dass sie dann erscheinen darf, Hand ausbreitet und wieder wunderbare Welt geschieht. Aber es sind immer noch Menschen da und das geht ein paar Jahre gut und dann fallen sie schon wieder langsam. Habe ich Gott gesagt, Herr, was hat es denn für einen Sinn, dass ich rede?
es, auch wenn ich es fertig bringe, das, es nützt doch nichts. Es kommt ja wieder, oder? Passiert ja wieder. Aber die Antwort vom Herrn war, dich aber habe ich für diese Zeit bestellt. Typisch Gott, hm? Bitte versuch doch, den Heiligen Geist zu flehen, dass er Liebe in euer Herz schenkt. Dann kann es, können die Berge zusammenstürzen, weiß ich was. Ihr habt die Ruhe. Und wenn ihr sterbt, dann kommt ihr in den Himmel und das ist ein. Könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Nur noch Schönheit. Und auch aus den Kriegen kann Gott was Gutes machen. Er kann machen, dass viele dann, wenn sie verwundet werden, kriegen irgendwas, die Chance haben, noch zu sagen, lieber Gott, verzeih mir. Viele aber würden so sterben, ohne dass sie Angst haben und werden verloren. Gott holt aus jedem, allen, das Grausamste sucht, bringt er noch etwas Gutes heraus.